klasse, danke. Schön, dass ich hier bin. Da sieht man endlich mal richtige Männer. Ist nicht so einfach. Ich bin ja immer so auf der Suche. Man sucht ja immer so den Traummann, ne? Und man guckt ja so, im Werbefernsehen wird einem ja immer so gezeigt, wie er ausschauen soll, ja? Und da war es eine Weile, war das ja der Bausparer. Der Bausparer im Kordanzügle, ne? Ja, Bausparmann, der Bausparmann. Die Supersparbüchse aus Schwäbisch Hall, ja? Oder nehmen wir den anderen Bausparmann, auch im Kordanzügle, der zu seinem angebausparten Reihenhaus latscht, ne? Und auf dem Weg dorthin dem alten Kumpel aus Kindertagen einen dummen Spruch gibt, der da gerade sein Opel wienert, ne? Wiene, 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 wiene. Und wir erinnern uns, das war der Mofa-Rocker von früher. Ja, und er hatte sie alle. Er hatte sie alle und auch heute noch hat er sie alle. Wer will denn den Bausparmann? Wir wollen den Opel Poliermann. Den Opel Poliermann. Wiene, 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 wiene. Ja. Ich hab jetzt so einen. Der hat alles, was ein Mann braucht. Ja, breite Schultern. Eigenes Auto. Wiene, wiene. Und das Beste ist, er wohnt noch bei Mutti. Ja. Das ist ein Hauptgewinn. Das ist das Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Bei einem Mann, der noch bei Mutti wohnt, da kann man wenigstens davon ausgehen, dass gelegentlich das Bett frisch überzogen ist. Man hat öfters die Fußball-WM im eigenen Land als frische Bettwäsche bei einem alleinlebenden Mann. Natürlich. Na, von wegen, meine Damen, erinnern Sie sich an Ihren letzten Aufriss? Ne? Ne? Sie waren unterwegs mit den Mädels und aufgebrezelt und oh, da sehen Sie ihn. Oh Gott, ja, dieser Mann. Oh, er gehört Ihnen, Sie wissen es. Und willenlos folgen Sie ihm nach Hause und reißen sich im Schlafzimmer die Klamotten vom Leib und springen von Erregung bebend ins Bettzeug und da... Wer ist denn da drin gestorben? Der Zwerghamster? Die Oma? Der Ötzi? Das wird Ihnen nicht passieren, solange noch bei Mutti wohnt. Und Sie können das Badezimmer benutzen, ohne vorher Ihr Sakrotanfläschchen leer zu pumpen. Und am nächsten Morgen bekommen Sie Frühstück. Und zwar richtiges Frühstück. Mit allem drum und dran, mit Käse und Eiern und Schinken und Marmelade und Croissants und Tee und... Und da ist jemand, mit dem man sich unterhalten kann. Ja. Also, wenn ich gewusst hätte, dass er noch Besuch kriegt, hätte ich ihm noch die Zehennägel geschnitten. Ja. Ja. Und Sie werden nicht diesen Fehler begehen und ihn mit irgendwelchen Kosenamen belegen. So ein Schatz, Putzi, Mausi, Willi. Nein! Ich meine, was soll er denn denken? Er rammelt sich die ganze Nacht die Seele aus dem Leib. Und Sie nennen ihn am nächsten Morgen Hasi? Das lassen Sie mal schön bleiben. Schon aus diesem einen kleinen Grund, da ist diese andere Frau, die ihn Hasi nennt. Mutti. Und falls Sie Ihren Stringtanga im Eifer des Gefechts irgendwo in der Bettritze liegen lassen, Sie können sicher sein, den bekommen Sie wieder zurück. Und zwar gewaschen, gebügelt und zusammengelegt. Ja. Und wenn Sie zum Essen eingeladen sind, dann sind Sie zum Essen eingeladen und nicht zum Kochen. Und die Sache mit dem Sex ist mal richtig entspannt. Gelegentlich kommt die Mutti rein, bringt der Käsebrötle, ja, schüttelt die Kissen auf und sagt, Mensch, Kinders, wenn ihr fertig seid, im Ofen ist noch Hackbraten. Was will man mehr? Ich bin da jetzt eingezogen. Ja,
Wir verstehen uns hervorragend, Mutti und ich. Ja, ich habe sie auch schon meinen Eltern vorgestellt. Jetzt müssen wir nur noch den Typen loswerden. Dankeschön.